Heute erzähle ich euch, welche Dinge ich überhaupt nicht aus Deutschland vermisse. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Für die Leute, die mich vielleicht noch nicht kennen, stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name ist Christoph und ich bin vor fast 4 Jahren aus Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Das heißt, ich zeige die Unterschiede zwischen Deutschland und Polen und ja, auch ein Reisebericht bleibt da nicht aus, wenn ich hier in Polen Urlaub mache. Mein Ziel mit dem Kanal ist es, auch die Leute zueinander zu bringen und vielleicht auch auf ehrliche Art und Weise zu zeigen, wie das Leben in Polen wirklich ist. Falls dich dieses Thema interessiert oder du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde ich mich wirklich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Das kannst du machen, indem du hier unten auf mein Logo draufklickst. Vielen Dank dafür. Wie schon gerade im Vorspann erwähnt, sprechen wir über Dinge, die ich überhaupt nicht aus Deutschland vermisse. Und ich bin mir hier auch ziemlich sicher, dass es hier den ein oder anderen Punkt geben wird, womit sich die anderen Leute überhaupt nicht einig sind. Sein werden. Ihr müsst aber verstehen, ich rede hier wirklich aus meiner eigenen Erfahrung und spreche auch von meinen eigenen Bedürfnissen. Ihr könnt mir auch natürlich selbstverständlich später auch noch in den Kommentaren hinterlassen, was ihr überhaupt nicht aus Deutschland vermissen würdet. Den ersten Punkt, den ich überhaupt nicht aus Deutschland vermisse, ist das deutsche Wetter. Jetzt werden wahrscheinlich einige verstutzt gucken, was ich jetzt damit meine, denn das Klima in Deutschland und Polen eigentlich sehr ähnlich ist. Und das ist auch wirklich so. Also die Sommer in Polen, die sind sehr ähnlich wie in Deutschland, zumindest aus der Region, wo ich jetzt aus Deutschland herkomme. Ich bin ja gebürtiger Dortmunder und hier ist das in Łódź genauso, dass wir zu harten Sommerzeiten auch mal 35, 38 Grad haben. An der Küste ist es dann schon ein bisschen kühler, um die 5 bis 8 Grad. Ist in Deutschland wahrscheinlich ähnlich, zumindest habe ich das so erlebt. Aber mir geht es eigentlich hier mehr um die Winter. Seitdem ich hier in Polen lebe, hatten wir jedes Jahr wirklich Winter. Wir hatten auch kalte Winter und eigentlich hatte ich bisher, seitdem ich hier lebe, jedes Jahr in Polen Schnee. In Deutschland habe ich das nicht so gehabt, zumindest wie ich schon vorher gesagt habe, aus der Region, wo ich herkomme, da hatten wir zumindest nicht jedes Jahr Schnee. Und was mich dann immer so ein bisschen stört oder was ich überhaupt nicht vermisse, ist so ein milder Winter einfach. Und ich finde, hier in Polen hatten wir bis jetzt immer jedes Jahr die Winter wesentlich kälter, teilweise sogar bis minus 30 Grad. Und ich bin dann wirklich so der Typ, entweder es ist richtig kalt, dann soll es auch wirklich Minustemperaturen, minus 10, minus 15, minus 20 Grad sein. Oder es kann dann auch schon warm sein im Winter, aber dann wirklich so mehr wie in Südeuropa. Die zweite Sache, die ich überhaupt nicht aus Deutschland vermisse, ist die Überempfindlichkeit und die dazugehörigen Drohungen. Ich erkläre jetzt auch ein bisschen, was ich ganz genau damit meine. Jeder von euch oder zumindest die meisten von euch werden mit Sicherheit schon mal in einer Situation gewesen sein, wo einem mit dem Anwalt oder der Polizei gedroht wurde. Und auch ich war selber nicht nur einmal in so einer Situation. Und bei mir war es einmal so, dass ich vor meinem Wohnblock, wo ich gewohnt habe, geparkt habe. Ich habe in einen Wohnblock gewohnt, wo 6 Parteien lebten, beziehungsweise 6 Parteien wohnten. Dementsprechend hatten wir, glaube ich, sogar 6 oder 7 Parkplätze. Und ich habe mich auf einen der Parkplätze hingestellt. Und ich habe mich immer dahingestellt, wo gerade der Platz frei war. Eines Tages kam eine Nachbarin zu mir und meinte, ich soll doch auf diesen gewissen Parkplatz nicht parken, wo ich mich zu der Zeit gerade hingestellt habe. Man muss auch bedenken, links und rechts waren noch Parkplätze frei. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass dort Parkplatzmangel war. Und sie hat mir doch gesagt, dass da, wo ich derzeit stehe, ihr Privatparkplatz ist. Und darauf habe ich sie dann auch aufmerksam gemacht, dass hier kein Hinweis darauf ist, dass das ihr Privatparkplatz ist. Dann hat sie mir doch gesagt, ja, dass der Parkplatz in der nächsten Zeit ihr gehören würde, dass das schon alles am Laufen ist, dass sie das schon mit der Wohnungsgesellschaft so abgesprochen hat. Und wenn ich da jetzt nicht umpacken würde, wird sie das melden und ich werde dann von ihrem Anwalt hören. Selbstverständlich habe ich nicht umgeparkt, weil mir das zu diesem Zeitpunkt eigentlich ziemlich egal war.
Wie gesagt, da war kein Schild, gar nichts. Und solange das nicht ihr Privatparkplatz ist, parke ich da, wo halt Platz ist. Und das ist halt das, was ich meine mit dieser Überempfindlichkeit einfach und den dazugehörigen Drogen. Den dritten Punkt, den ich überhaupt nicht aus Deutschland vermisse, ist Überregulierung. Und man kann das vielleicht auch anders nennen. Ich nenne das jetzt aber einfach mal Überregulierung und gebe euch auch das passende Beispiel dafür. Ich bin ja jemand, der den Müll trennt. Und das habe ich auch damals in Deutschland gemacht. Und ich habe meinen Biomüll in der Regel immer in kleine Plastikbeutel gesammelt. Und dann, wenn er voll war, bin ich dann in die Biotonne gegangen oder zur Biotonne und habe das dann alles in die Biotonne ausgekippt und die Plastiktüte dann in den gelben Sack geschmissen. Irgendwann hat mich dann eine Nachbarin doch darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch vielleicht nicht den Biomüll so lose in die Tonne schmeißen soll, da ja dann der ganze Müll, also der Biomüll dann an der Tonne klebt und das dann im Sommer stinkt und so weiter und das ist dann auch nicht schön, dann kommen die Ratten und hat sie mir alles erklärt, ich habe das dann auch akzeptiert, das hat Sinn gemacht, was sie mir gesagt hat, aber ich habe sie dann auch nach einer Alternative gefragt, was ich denn dann jetzt machen könnte, um mein Müll, Biomüll ordnungsgemäß wegzuschmeißen. Dann hat sie mir doch empfohlen, das in Zeitungspapier einzuwickeln und dann einfach so in die Biotonne zu legen. Okay, das hat für mich persönlich keinen Sinn gemacht, weil ich denke, Zeitungspapier ist ja auch mit Druckerfarbe und alles, das ist irgendwie nicht so ganz bio. Da kann ich eigentlich genauso gut die Plastiktüte mit im Biomüll schmeißen. Und dann bin ich einfach auf die Idee gekommen, in den Rewe zu gehen, also in den Supermarkt zu gehen und mir speziell Biotüten zu kaufen, die man auch in die Biotonne schmeißen kann. Da gibt es verschiedene Varianten. Einmal welche, die aus Papier sind, die dann speziell gereinigt wurden, also nicht mit irgendwelcher ekligen Chemie oder sonst irgendetwas, keine Ahnung. Dann gibt es auch eine Art Plastiktüten, die aber, ich denke, aus Maisstärke gemacht sind, die sich dann irgendwie nach einer Zeit auflösen. Also da gibt es wirklich verschiedene Varianten. Ich habe dann einfach die Variante Papier genommen, da mir auch die Nachbarin gesagt hat, sie wickelt das sind Zeitungspapier. Und dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich einfach eine Papiertüte, wird eine Biopapiertüte, wird mit Sicherheit besser sein wie wie Zeitungspapier, welches mit giftiger Druckerfarbe bedruckt ist. Und so habe ich das dann auch gemacht und auch so in die Biotonne gelegt. Und irgendwann hat dann die WBL, also die Müllabfuhr aus Lünen, ich habe eine Zeit lang in Lünen gewohnt, also ein Jahr vor meiner Auswanderung, hat das dann nicht mitgenommen, den Biomüll, also die komplette Biotonne nicht mitgenommen. Die haben den kompletten Müll stehen lassen, aus dem Grund, weil da meine Biotüte drin war. Und das war für mich sowas von merkwürdig. Ich habe dann auch bei der WBL angerufen und gefragt, warum die jetzt den kompletten Biomüll nicht mitgenommen haben, weil ich habe mich ja ordnungsgemäß verhalten. Und dann hat sie gesagt, ja, dass bei der WBL, also dass bei der Müllabfuhr in Lünen, die diese Tüten nicht akzeptieren. In Dortmund akzeptieren die das, in anderen Städten akzeptieren die das auch, aber in Lünen akzeptieren die das nicht. Und dann habe ich auch das Beispiel genannt, dass andere Zeitungspapier nehmen, wo ja giftige Druckertinte drin ist und das dann so in die Tonne schmeißen. Sie hat gesagt, ja, aber das ist okay. Und das ist dann für mich eine Art kuriose Regulierung, vielleicht auch eine Überregulierung. Und das ist eine Sache, die hat mich sehr oft in Deutschland gestört und das vermisse ich überhaupt nicht. Der nächste Punkt, wo ich nicht eine einzige Träne hinterher weine und ja, gebe ich auch ganz ehrlich zu, was mich an Deutschland gestört hat, ist dieses Aufdrücken einer Meinung. Ich finde, das ist in Deutschland ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Deutschland ist eigentlich dafür bekannt, seine Meinung frei äußern zu können. Derzeit zumindest ist das so mein Empfinden. Darf man die Meinung nur noch frei äußern, wenn man einfach das sagt oder die Meinung äußert, die einem vorgelegt wird? Ist zumindest so meine Meinung. Tust du es nicht? Klar, du darfst natürlich auch sagen, das, was dir nicht vorgelegt wird, aber dann wirst du sofort in die rechte Ecke gestellt, in die Nazi-Ecke. Wir wissen ja auch alle, dass ja gerade Deutsche damit ein leichtes Problem haben, immer in die Nazi-Ecke gestellt zu werden, kommt dann sofort in die böse Ecke ist sofort die rechte Ecke, was automatisch auch die Nazi-Ecke ist. Ich persönlich mache da noch einen ganz großen Unterschied zwischen Nazi und Rechtsein. Für mich sind das zwei Paar verschiedene Schuhe, aber ich finde, das ist eigentlich auch immer so ein Problem in Deutschland, was sich über die Jahre so ein bisschen eingeschlichen hat. Man darf nicht mehr ganz genau wirklich frei sagen, ohne attackiert zu werden, was einem stört. Den fünften Punkt, den ich aus Deutschland nicht vermisse, sind Blitzer. Und hier darf man mich jetzt wirklich nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass ich gegen Blitzer bin oder gegen irgendwelche Polizeikontrollen. Ganz und gar nicht. Ich finde es
persönlich sogar vernünftig, in Gebieten Blitzer oder auch Polizeikontrollen hinzustellen, wo zum Beispiel Schulen oder Kindergärten sind, um vielleicht auch mal ein wenig die Leute zu sensibilisieren und vielleicht auch nochmal daran zu erinnern, immer pass auf, hier ist eine Schule, hier ist ein Kindergarten, fahr bitte vorsichtig. Was mir aber nicht so ganz gepasst hat und vielleicht übertreibe ich da auch, kannst mir das mal in den Kommentaren hinterlassen, wie du die Sache siehst, ist, wenn zum Beispiel vor einem Schild 70er-Zone 50 Meter vorher ein Blitzer aufgestellt wird, der Polizist sich vielleicht noch irgendwo im Gebüsch hinter der Hecke versteckt oder hinter einem Baum und nur darauf wartet, bei der Beschleunigung dich zu erwischen. Es ist doch in den meisten Fällen so, können wir doch alle auch gerne zugeben, dass wir schon vor dem Schild anfangen zu beschleunigen und nicht ab dem Schild. Und ich finde, das ist dann auch manchmal einfach so eine Falle. Und ja, das fehlt mir hier überhaupt nicht. In Polen habe ich, ehrlich gesagt, diese Probleme nicht. Seitdem ich hier lebe, hier in Łódź, habe ich vielleicht 3, 4 Blitzer hier gesehen, beziehungsweise Polizeikontrollen hier gesehen, wo die Polizisten auch wirklich blitzen. Kommen wir zum 6. Punkt. Essen und Lebensmittel. Und wenn ich jetzt hier von Essen spreche, meine ich jetzt hier wirklich nicht die deutsche Küche. Ich habe wirklich persönlich nichts gegen die deutsche Küche. Mir geht es hier mehr um die Lebensmittel. In Deutschland kenne ich kaum jemanden, der ohne irgendwelche Fertigprodukte Essen bei sich selber zubereitet. Jeder hat irgendwo mal eine Tütensoße oder irgendein Fertigprodukt zu Hause, was er dann mit ins Essen beimischt. In Deutschland hat man ja auch wirklich dicke Regale voll mit irgendwelchen Soßen und Suppen und so weiter und so fort. Gibt es hier in Polen auch. Ich habe aber das Gefühl, dass das hier in Polen wesentlich weniger ist, auch weniger verkauft wird, da hier die Menschen überwiegend auch noch selber kochen. Ich hier in der Familie kenne zum Beispiel niemanden, der irgendwelche Fertigprodukte kauft. Hier wird alles selber gekocht und teilweise auch noch mit eigenen Produkten. Also die haben das alles, also das Obst und Gemüse wächst zum Beispiel im Garten. Teilweise haben die hier sogar Land, wo die selber Landwirtschaft betreiben und das ist eine ganz andere Sache. Ich persönlich bezeichne mich jetzt einfach auch mal selber als Hobbykoch und ich koche auch überwiegend alles selber. Es kommt wirklich auch 2-3 Mal im Jahr vor, dass wir mal Essen bestellen, dann haben wir auch mal einen faulen Tag oder dass wir hier und da auch mal ein Fertigprodukt kaufen, um etwas einfach mal schnell zu essen. Aber im Großen und Ganzen kochen wir hier alles selber. Wir brauchen diese Fertigprodukte nicht und das ist auch etwas, was ich aus Deutschland überhaupt nicht vermisse. Der 7. Punkt, den ich auch aus Deutschland überhaupt nicht vermisse, ist die Übergenauigkeit und dieses künstliche Aufregen. Heute erlebe ich das immer noch, wenn ich hier in Polen Urlaub mache an der Ostsee, dass deutsche Touristen sich wirklich sehr oft aufregen, warum die schon 12 Minuten auf den Kellner warten müssen im Restaurant, warum die keinen Tisch reservieren können im Restaurant oder warum die an bestimmten Ständen nur in Bar zahlen können und nicht mit ihrer Karte. Aber auch, wo ich noch in Deutschland gelebt habe, wird das jeder von euch kennen, auch keine Seltenheit, dass sich darüber beschwert wird, warum die Kassiererin viel zu langsam kassiert oder der gerade bezahlt, viel zu lange dafür braucht, um sein Geld aus dem Portemonnaie zu holen. Aber auch in den Kommentaren unter meinen Videos ist das keine Seltenheit, dass sich da Leute künstlich aufregen, in denen die andere darauf aufmerksam machen, dass sie doch vergessen haben, ein Komma zu setzen oder dass das nach dem Komma doch mit 2 S geschrieben wird. Auch Hasskommentare bleiben da wirklich nicht aus. Mich persönlich stören die Hasskommentare nicht. Ich kann nur an dieser Stelle sagen, dass der YouTube-Algorithmus da wirklich keinen großen Unterschied macht. Er sieht nur, ach, da passiert gerade Action und dann wird mein Video auch an anderen Leuten vorgeschlagen. Also im Prinzip tut mir das nur gut. In diesem Sinne, macht ruhig weiter so. Der 8. Punkt, welchen ich aus Deutschland überhaupt nicht vermisse und was schon wirklich seit Jahren ein Problem ist, ist die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn. Wer kennt es nicht, wenn er mal irgendwo hinfahren möchte, wenn er wirklich mal das Auto stehen lässt, um die Bahn oder Zug hat wirklich ständig Verspätung. Ich muss zugeben, dass ich Busbahn oder Zug schon weniger genutzt habe, als ich meinen Führerschein hatte. Aber wenn es doch mal zu dieser Situation kam und mal zu öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgreifen musste, habe ich persönlich eine Verspätung schon eigentlich immer mit eingeplant. Das waren jetzt meine 8
Punkte, die ich aus Deutschland überhaupt nicht vermisse. Es gibt noch wesentlich mehr Sachen, die ich nicht vermisse, aber mich würde jetzt auch mal interessieren, was sind denn deine Sachen, die du aus Deutschland nicht vermisst oder welche Sachen würdest du nicht vermissen, wenn du aus Deutschland auswandern würdest? Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren, das würde mich wirklich sehr interessieren. Ansonsten würde ich mich wirklich sehr über ein Like freuen, falls dir das Video gefallen hat. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.